Alter, was geht ab, Leute? Hier. Willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Seid hoffentlich wieder erholt und so. Und heute mit einem, ich denke mal, passenden Thema für das neue Jahr, für den ersten Tag, für den neuen Start. Und zwar haben mich viele Leute gefragt, was für Apps und Seiten und sowas ich benutze, rund um Pokémon, für Pokémon und so. Also Apps, wie jeder weiß, gar nichts, weil mir das Risiko zu hoch ist, selbst wenn es 1% oder ein halber Prozent ist, habe ich es echt nicht nötig, das auf meinem Handy zu haben. Sprich sowas wie Kalki IV und sowas und was sonst noch so alles gibt. Dafür zeige ich euch jetzt, was ich alles benutze. Fangen wir mal an mit den News-Seiten, wo ich meine Neuigkeiten und sowas hole. Und zwar haben wir da als erstes Reddit. Reddit ist top. Das ist so eine Art Forum. Das ist auf jeden Fall ein Forum, nicht nur so eine Art. Und da gibt es ein Unterforum, Subkategorie, denke ich mal. Oder ist es ein eigenes Forum? Auf jeden Fall Pokémon Go, Reddit. Und dann davon gibt es auch noch eins, das ist von The Silph Road. Und vor allem das von The Silph Road. Wer Trainertipps schaut, der kennt Silph Road. Da sind echt nützliche Sachen und interessante Sachen dabei. Meistens auch so Tests und Studien und so Statistiken und sowas. Von da kommen halt auch so Sachen wie das mit dem verbesserten Bluetooth mit der App und auch wie man sein Go Plus boostet und auch das mit dem EX-Trigger. All solche Sachen kommen halt von The Silph Road. Dann zweite Seite und eigentlich auch die beste, Pokémon Go Hub. Das ist einfach eine Neuigkeiten-Seite, eine News-Seite. Die haben auch verschiedene Sachen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt gerade drauf schaut, neue Eck-Statistik, eine Tabelle mit allen Pokémon. Moment, ich klicke mal kurz drauf. Welche Pokémon aus welchen Eiern schlüpfen? Und die meisten Neuigkeiten habe ich halt von hier. Und die meisten Leaks und sowas, so Data Mines und sowas, was herausgefunden wurde im Spiel und demnächst kommen wird. Die ersten Gerüchte und Berichte habe ich halt von der Seite. Da sind die eigentlich ziemlich top. Und dann die dritte Seite für Neuigkeiten. Und zwar ist das eine deutsche Seite, Pokéfans Online. Die beziehen ihre Sachen halt auch von den zwei Sachen, die ich davor genannt habe. Aber die sind halt auf Deutsch. Sprich, für alle, die in Englisch nicht so gut sind. Beziehungsweise die haben dann auch noch den Standpunkt von uns und berichten und schreiben von unserem Standpunkt. Und da gibt es dann nochmal ein paar interessante Sachen extra, die zum Beispiel die Amerikaner halt von Pokémon Go Hub oder so nicht berücksichtigen. Und da schaue ich auch ab und zu rein. Vor allem, wenn ich mal irgendwas wie zum Beispiel Pokénamen oder so auf Deutsch brauche, dann schaue ich auf jeden Fall sehr gerne hier rein. Das waren so die Top 3 Seiten, wo ich meine Neuigkeiten herbeziehe. Dann habe ich natürlich so ein paar Facebook- und WhatsApp-Chats und Gruppen. Aber hauptsächlich von den 3 Seiten. Dann natürlich das Wichtigste, müsste ich eigentlich am Ende erwähnen. Aber ich mache es halt jetzt schon mal. Und zwar Maps. Ihr wisst, Pokémap Muck, das ist die Map für München. Moment. Ich blende es hier eh ein. Da schaue ich eigentlich alles nach. Hauptsächlich Arenen und Raids. Das finde ich eigentlich ziemlich wichtig. Finde ich echt schade, dass Niantic das nicht im Spiel irgendwie selbst integriert hat. Also das schaue ich hauptsächlich nach. Dann jetzt mit Gen 3 schaue ich wieder ab und zu ein paar Nester nach. Habe jetzt ein paar interessante Nester gefunden. Die werde ich hoffentlich die Woche noch abchecken. Und dann, auch jetzt mit Gen 3, gibt es wieder ein paar interessante Pokémon. Habe ich mein Gebiet ungefähr immer offen und ein paar Pokémon ausgewählt. Von denen bekomme ich eine Benachrichtigung. Da oben rechts dann immer so ein Ping. Falls sie in der Nähe sind, dann zum Beispiel die Straße runter, dann hole ich mir das. Wie zum Beispiel jetzt gerade ein Bummels die Straße runter. Obwohl Bummels jetzt auch in letzter Zeit häufiger geworden ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Übrigens, ich habe damit nichts zu tun mit der Map. Hört auf, mir ständig Fragen über die Map und über Perch zu stellen. Alle Fragen bitte an Philipp. Pokémap Muck auf Facebook heißt er. Da könnt ihr ihn anschreiben und alles fragen, was ihr wollt. Aber ich habe davon echt keine Ahnung. Die zweite Seite ist. Moment, ich mache das erstmal weg. So, die zweite Seite ist Gym Hunter. Damit kann man auch hauptsächlich Gyms, wie der Name schon sagt, also Arenen scannen. Dann könnt ihr sehen. Aber der Vorteil gegenüber Pokémap Muck zum Beispiel jetzt, abgesehen davon, dass Pokémap Muck nur in München funktioniert und Gym Hunter halt weltweit, man kann auch sehen, wer in den Arenen sitzt. Das habe ich früher immer gerne gemacht mit dem alten Arena-System. Auf jeden Fall kann man das machen. Da kann man halt auch Raids sehen. Und anscheinend kann man auch scannen. Die Funktion habe ich aber noch nie benutzt. Da habe ich schon echt länger nicht mal drauf geschaut. Aber ich höre von manchen, die im Urlaub sind oder so, dass man auch bei über Gym Hunter ein bisschen scannen kann. Nicht allzu groß der Bereich und das dauert immer ein bisschen. Aber es reicht, wenn man so im Urlaub ist und man so Corazon oder Skaraborn oder so regionale fangen will und die halt nicht findet, dann kann man kurz auf Gym Hunter gehen anscheinend und dort dann welche schnappen. Und drittens, die dritte Map, der dritte Scanner,
GoMap läuft theoretisch weltweit, hauptsächlich in Deutschland, und dann halt Österreich und Schweiz wahrscheinlich. Man muss die Gebiete freischalten, spenden, Geld bezahlen, dann wird ein Gebiet freigeschaltet, egal welches. Sprich, wenn eure Stadt nicht drauf ist, könnt ihr das aktivieren. Sprich, jeder könnte eine Map haben. Maps laufen hauptsächlich ohne IVs. IV ist jetzt eigentlich nur noch über Perch Knights verfügbar. Perch Knight oder sowas wie Perch Knight hat er gemacht für die Safari-Zone. Und das ist auch die einzige Zeit, wo ich GoMap benutzt habe, weil normalerweise habe ich ja Pokémon Muck, also brauche ich nie GoMap. Also GoMap auch eine Top-Seite, vor allem für alle, die keinen Scanner, keine Map haben. Kontaktiert einfach GoMap, schaltet euer Gebiet frei und bam, ihr habt eine Map. Dann noch drei weitere Seiten, und zwar GamePress. Das ist eine Top-Seite, die benutze ich halt hauptsächlich für die Werte der Pokémon und die Attacken. Da kannst du drauf gehen und dann siehst du, wie viel WP der hat, Max WP, 100er, zum Beispiel hier jetzt Gekabor, 923, Attack, 124, Defense und Stamina. Und dann halt, was das beste Moveset ist und was halt die Legacy-Moves sind, was er nicht mehr erlernen kann. Also alles rund um Attacken und Statistiken und Werte schaue ich bei GamePress nach. Und zwecks IV, das ist auch relativ wichtig, da fragt ihr mich. Meistens benutze ich die Bewertung im Spiel, das reicht mir, weil ich gehe eh nur auf 100. Und in ganz seltenen Fällen kann es, glaube ich, an zwei Händen abzählen, wie oft ich individuell die IVs ausgerechnet habe. Dann gehe ich halt hier drauf und gebe alles manuell ein, weil so oft benutze ich es nicht. Also für die wenigen Fälle kann ich es einfach mal manuell eingeben und keine Banngefahr, nichts auf meinem Handy, was Niantic möglicherweise nicht gefallen würde. Also alles separat finde ich so am besten, kein Risiko eingehen, und dann rechnet ihr das alles ohne Probleme aus. Und die letzte Seite, zwei Seiten habe ich noch, ganz vergessen. Also die vorletzte Seite ist Battle Calculator. Das benutze ich in letzter Zeit auch öfters. Ein paar Videos habe ich dazu schon gemacht. Und zwar kann man da seinen Arena-Fortschritt sehen. Machst einfach einen Screenshot, gehst auf die Seite, die haben glaube ich auch eine App, und ladest das hoch und dann sagen die dir ungefähr, wie weit dein Fortschritt ist, was du noch brauchst, wie viele Punkte und was du alles machen kannst. Sprich, wie viele Raids, wie viele Kämpfe, wie oft du füttern musst, wie oft du reinsetzen musst, um dann die Arena auf Gold zu bekommen. Und die letzte Seite, die ich voll vergessen habe, ist PokeBattler. Das ist so eine, wie nennt man das, ein Simulator. Da kannst du eingeben, welche Pokémon du hast, und dann kannst du einen Kampf simulieren mit zum Beispiel einem Raid-Boss. Und dann siehst du, welche Pokémon du brauchst oder wie lange deine Pokémon gebraucht hätten. Dann siehst du, ob du den zum Beispiel solo schaffst. Oder jetzt zum Beispiel bei Gordon kannst du sehen, wie viele Pokémon bzw. wie viele Leute man braucht und wie viel Zeit und sowas. Habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Habe mich damit noch nicht so beschäftigt, aber ich finde es auch nicht so top, weil das ist alles sehr theoretisch. Und ihr habt es gesehen, in der Praxis gibt es so viele Faktoren. Man kommt später rein, man hat einen kleinen Lag. Das Handy ist ein bisschen zu langsam, Internet spielt ab. Man klickt nicht rechtzeitig und sowas. Also in der Realität ist das ein bisschen anders. Man kann da kurz mal schauen und so einen kurzen Überblick bekommen und so ungefähr schauen. Aber lieber teste ich es in der Realität. Aber das ist auch nicht schlecht. Und es zeigt auch die besten Konten und sowas an. Also das ist auch noch eine Seite. Und das war's eigentlich. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Das waren so die Ressourcen, die Seiten, die ich benutze. Links zu allen Sachen stehen unten in der Beschreibung. Checkt die ab. Ich finde die alle top. Komme damit eigentlich zurecht. Falls ihr noch irgendwelche Seiten oder Apps oder was weiß ich habt, schreibt es unten in die Kommentare. Dann checke ich das gerne ab. Oder auch Hilfe für die anderen, falls ihr da noch was anderes habt. Ansonsten war es das von mir. Genießt den ersten Tag des neuen Jahres. Mal schauen, was das neue Jahr so bringt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr folgt mir so wie letztes Jahr. Und hoffentlich wird das echt wieder ein saftiges Jahr. Das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Vor allem dieses Jahr.